Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Eröffnung des Christian-Doppler-Labors für portale Hypertension und Fibrose bei Lebererkrankungen. Mein Name ist Michael Trauner, ich bin Leiter der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, an der dieses CD-Labor verortet ist. Die Eröffnung eines Christian-Doppler-Labors ist ja immer ein Freudentag. Hier wird quasi ein Gütesiegel auch verliehen. Und CD-Labors haben, wie wir später auch hören werden, an der MedUni Wien, aber auch an unserer Abteilung eine große Tradition. Das ist das erste CD-Labor für Lebererkrankungen und den Umständen der Zeit geschuldet hier als Online-Meeting. Wir haben ja so die Phase zwischen Covid und Non-Covid hinter uns oder gehen sie gerade durch, so ein bisschen zwischen Skylla und Charybdis. Und da war auch in dieser Zeit des Lockdowns offensichtlich, dass Lebererkrankungen enorm relevant sind. Viele Dinge haben in der Gastroenterologie abgenommen, zum Beispiel Blutungen vieler Ursachen. Die einzigen Blutungen, die nicht abgenommen haben, waren jene, die durch Leberzirrhose und Pfortaderhochdruck verursacht waren. Also jene, die auch das Thema dieses Christian-Doppler-Labors sind. Lebererkrankungen sind gesellschaftspolitisch sehr wichtig. Sie sind die sechsthäufigste Todesursache in der EU und auch in Österreich hier federführend vertreten und sind auch ein wichtiger Forschungsschwerpunkt der Medizinischen Universität und der Abteilung. Etwa 50% des Forschungsoutputs kommt aus dem Bereich der Hepatologie, vor allem aus dem Bereich der portalen Hypertension und der Leberzirrhose und der Leberfibrose. Lebererkrankungen werden oft zu spät diagnostiziert und es gilt hier, neue Therapiemöglichkeiten basierend auf einem verbesserten pathophysiologischen Verständnis dieser Erkrankungen zu finden. Und wenn man sich hier die Richtlinien der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft vor Augen führt, nämlich anwendungsorientierte Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, eingebettet in einem Umfeld, wo dieses Forschungsthema auch gut vertreten ist, bin ich zuversichtlich, dass dieses CD-Labor hier ideale Bedingungen finden wird. Das Labor wurde ja bereits am 1. Februar diesen Jahres eröffnet. Heute haben wir die feierliche Eröffnung. Uns ist ein bisschen Covid dazwischen gekommen, aber ich bin überzeugt, dass es unserer Freude und dem Enthusiasmus nicht Abbruch tun wird. Ich bitte jetzt Frau Vizerektorin Michaela Fritz als Vizerektorin für Forschung und Innovation der MedUni Wien ein paar Worte an uns zu richten und auch die Bedeutung dieses Labors für die MedUni Wien nochmal hervorzustreichen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Präsident Gerzerbeck, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Eröffnung des CD-Labors für portale Hypertension und Fibrose bei Leberkrankungen. Es freut mich besonders, dass wir dieses CD-Labor eröffnen, weil es gleich in zwei Forschungsschwerpunkten, Forschungsstrategien der Medizinischen Universität Wien involviert ist und quasi im Herzen dieser Forschungsstrategien ist. Zum einen die Präzisionsmedizin und zum anderen die translationale Medizin. Das CD-Labor will wirklich die molekularen Mechanismen, das heißt auf molekularer Ebene versuchen zu verstehen, wie entsteht Fibrose, wie laufen die Krankheitsverläufe. Und auf der anderen Seite der translationale Aspekt, auch neue medikamentöse Therapieformen gemeinsam mit unserem Unternehmenspartner Boehringer Ingelheim weiterentwickeln. Da Lebererkrankungen, wie wir gerade gehört haben, zu den häufigsten Todesursachen auch in Österreich zählt und oft nur eine Transplantation heilungsverspricht, wünschen wir diesem Labor natürlich viel Erfolg. Aber was wird es brauchen, dass dieses CD-Labor, dieses Christian-Doppler-Labor erfolgreich wird? Zum einen schlaue Köpfe. Sie werden Thomas Reiberger, den Leiter des CD-Labors, Dr. Schwabel, den Key Researcher, Professor Trauner, den Sie schon gehört haben, den Leiter der klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie und Professor Giulio Superti-Furger, Direktor des CEM, gleich hören. Sie werden das Labor und die Forschungsthemen vorstellen und dann können Sie sich selbst ein Bild davon machen, dass dieses Erfolgsingredienz schlaue Köpfe gegeben ist. Wir brauchen aber auch
vertrauensvolle Partnerschaften. Denn so ein komplexes Forschungsthema wie die Fibrose kann nicht von einem Forschungsteam alleine weiter bearbeitet werden, sondern wir brauchen Teams. Und daher werden MedUni Wien, das ZEM, das Zentrum für molekulare Medizin der ÖAW und das Ludwig-Boltzmann-Institut für seltene und undiagnostizierte Krankheiten und auch Böhringer Ingelheim zusammenarbeiten. Jetzt haben wir die Köpfe, wir haben die Partnerschaften und da Life Sciences teuer sind, brauchen wir auch Geld. Und daher mein großer Dank an die Christian-Doppler-Gesellschaft, die dieses CD-Labor finanzieren, gemeinsam mit Böhringer Ingelheim. Und CD-Labors sind für Universitäten eine der attraktivsten Förderschienen. Denn zum einen sind sie langfristige Förderschienen und zum anderen, wie gesagt, fördern sie Exzellenz in der Grundlagenforschung, aber auch dann die Translation und die Anwendung, und bei uns in diesem Fall für Patienten und Patientinnen. Wir haben die schlauen Köpfe, wir haben die Partnerschaften, wir haben das Geld. Dann brauchen unsere Forscher und Forscherinnen wie Fußballspieler ein Stadion, natürlich auch Forschungslabor. Das ist das Einzige, was an der MedUni Wien ein bisschen knapp ist. Das haben wir alle versprochen, wir werden zusammenrücken, um dieses Labor auch zum Erfolg zu bringen. Und darum ist es aber ganz besonders wichtig, dass hier bei uns am Campus 3 neue Forschungsgebäude entstehen. Die sind zum Teil schon in Planung, zum Beispiel das Zentrum für translationale Medizin und Therapie. Aber ein Zentrum, das für Präzisionsmedizin, da könnten wir alle mithelfen, denn das soll durch Spendengelder finanziert werden und so auch einen Beitrag leisten für den Erfolg dieses CD-Labors. Aber ich wünsche vor allem allen Partnern und allen Forschern und Forscherinnen dafür ganz, ganz viel Erfolg. Danke. Dankeschön, Frau Vizerektorin, liebe Michaela. Wir haben hier ganz genau zugehört und sind sehr froh, dass du sehr schön darstellen könntest, wie zentral hier die Hepatologie als Schnittstelle der translationalen Forschung an der MedUni Wien ist. Und wir haben von Partnerschaften gehört und ich darf hier Herrn Professor Gerzerbeck als Präsidenten der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft ganz herzlich begrüßen. Die Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft ist ein großzügiger Geldgeber, was die MedUni Wien betrifft. Es ist das erste hepatologische Labor. Es gab schon ein gastroenterologisches Labor hier an dieser Abteilung und auch an der Medizinuniversität Innsbruck. Also ich bin besonders glücklich, dass die Christian-Doppler-Gesellschaft uns hier hilft, diesen wichtigen Forschungsakzent gemeinsam mit Böhringer Ingelheim hier zu setzen und auch an unsere Abnehmerinnen und Patientinnen zu bringen. Herr Präsident. Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vizerektorin, liebe Michaela Fritz, sehr geehrter Professor Trauner, natürlich sehr geehrter Herr Professor Reiberger, Herr Dr. Streicher, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen CD-Labors, sehr geehrte Unternehmenspartner und natürlich sehr geehrte Festgäste und auch Festredner heute. Ich freue mich sehr, Ihnen in meiner Funktion als Präsident der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft die herzlichsten Grüße der CDG, vor allem auch des Senates zu überbringen, der ja auch die Förderung dieses CD-Labors entsprechend befürwortet hat. Ich darf auch die Grüße des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hier überbringen und von Frau Bundesministerin Dr. Schramböck. Ich freue mich besonders, dass ich heute nämlich in meiner Funktion das erste Mal an der MedUni Wien hier ein Labor eröffnen darf. Und warum freut mich das so? Es ist schon ein bisschen angesprochen worden von meinen Vorrednerinnen, dass die MedUni Wien zu den extrem erfolgreichen Universitäten innerhalb des Exzellenzprogramms der Christian-Doppler-Labors zählt. Und ich möchte der MedUni auch dazu ganz besonders herzlich gratulieren. Es ist jetzt das 8. derzeit laufende Labor, ja, also das ist schon eine sehr große Zahl, nicht? Von etwa 100 in Österreich laufende, das 8. laufende und insgesamt das 21. Christian-Doppler-Labor. Also wenn man jetzt alle schon wieder zu Ende gegangenen Labors zusammenzählt, 21. Herzlich gratuliere ich natürlich auch dem prominenten Firmenpartner Böhringer Ingelheim International. Also die Böhringer Ingelheim Gruppe ist ständig in mehreren Christian-Doppler-Labors involviert und sind und waren dies 8 Christian-Doppler-Labors. Und auch vielen Dank dafür, diese wichtige Kooperation langfristig mit uns zu pflegen.
Sie, Herr Professor Reiberger, haben mit Boehringer Ingelheim einen wirklich überzeugenden Projektantrag vorgelegt. Der ist von 3 internationalen Gutachterinnen und Gutachtern als exzellent bewertet worden. Und daher konnte das Kuratorium hier auch dieses Labor letztlich bewilligen. Dazu möchte ich wirklich herzlich gratulieren. Ich weiß, dass der Weg dorthin auch kein so einfacher ist. Man muss sich ja auch mit dem Firmenpartner entsprechend hier abstimmen. Und auch die Rahmenbedingungen, das wurde heute auch schon angesprochen, an der Universität selber sicherstellen. Also herzliche Gratulation dazu. Ja, und für mich ist es immer eine gute Gelegenheit, dann ein bisschen mich mit dem Thema zu beschäftigen, das natürlich nicht mein Thema ist, das ist ganz klar, aber ich habe gesehen, ein wahnsinnig wichtiges Thema weltweit, in Österreich, in Europa. Leberzirrhose betrifft doch relativ viele Menschen und ich habe da gelernt, 10-Jahres-Mortalität liegt zwischen 30 und 60%. Ich glaube, das ist vielleicht nicht allen so bewusst. Das heißt, ein Thema, das für die Gesellschaft wirklich eine sehr hohe Bedeutung hat. Und das ist eigentlich ganz typisch für die Labors der Christian-Doppler-Gesellschaft, dass wir einerseits Grundlagenforschung auf sehr hohem Niveau finanzieren und auf der anderen Seite aber eigentlich immer Themen haben, die für die Gesellschaft eine große Bedeutung haben, weil es müssen ja auch die Firmen da sein, die mitfinanzieren und die haben meistens selbst ein hohes Interesse an einer hohen Relevanz dieses Themas. Die medizinischen Themen in der CDG sind derzeit, sage ich, knapp auf Platz 3, also das sind die 3 großen Themencluster, IT, Lebenswissenschaften und Medizin. Also das sind im Moment die tatsächlich führenden Themencluster an der CDG. Die CDG, es wurde schon gesagt, finanziert anwendungsorientierte Grundlagenforschung und ich glaube, wir tun das gut. Wir sind in Vorbereitung unserer 25-Jahr-Feier im September und haben bibliometrische Analysen durchgeführt und die zeigen, dass wir also im thematischen Impact sehr, sehr hoch liegen, also in den kooperativen Forschung mit Unternehmen Spitzenplatz einnehmen, aber auch in der Innovation einen Spitzenplatz einnehmen. Also Publikationen, die von CD-Labors publiziert werden, werden also weit, weit überdurchschnittlich oft in Patenten zitiert. Also da sieht man auch schon diesen Wissenstransfer in Richtung der Umsetzung. Gerade in Krisenzeiten wie jetzt ist, glaube ich, auch die CDG und auch andere Forschungsförderer ein Garant dafür, dass Forschung und Innovation zur Stärkung auch des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Österreich weiterhin auf einem hohen Niveau stattfinden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch das jetzt immer wieder zu sagen. Wir müssen gemeinsam versuchen, gerade Forschung und Innovation sehr, sehr hoch zu halten. Genau in diesen Tagen jetzt und in dieser Zeit. In der CDG haben wir vielleicht auch 3 Punkte, die ich ganz kurz ansprechen möchte, die den Erfolg garantieren. Der wichtigste Punkt, das Prinzip der thematischen Offenheit. Das heißt, wir gehen von einem Bottom-up-Approach aus. Wir haben keine Ausschreibungen, keine thematischen Ausschreibungen, sondern das, was die Forscherinnen und Forscher gemeinsam mit ihren Unternehmenspartnern oder Partnerinnen als wichtig erachten, das kann bei entsprechender wissenschaftlichen hohen Qualität auch gefördert werden. Also Bottom-up-Orientierung. Das zweite Prinzip ist die Flexibilität. Das heißt, wir können auch im Laufzeit der Forschungseinheiten, 7 Jahre ist ja lang, immer wieder auf neue Entwicklungen reagieren. Wir können auch weitere Firmenpartner dazu nehmen, weitere Module genehmigen. Wir können die Finanzen anpassen. Also auch das Budget entsprechend anpassen. Also das ist etwas, was die wenigsten Forschungsförderer tun können. Und das dritte Prinzip ist die Einbettung der Forschungseinheiten. Das haben wir heute auch schon gesehen. Frau Witzektorin hat das ja angesprochen. Sie haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, die Einheiten, sondern sie sind voll in die akademische Einrichtung eingebettet. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil damit ist auch das optimale wissenschaftliche Umfeld garantiert und auch eine begrenzte Laufzeit kann einfacher umgesetzt werden.
Wir finanzieren derzeit rund 100 Christian Doppler-Labors und Josef Ressel-Zentren. Es sind jetzt 173, 174 Unternehmen aus dem In- und Ausland als ordentliche oder fördernde Mitglieder bei uns dabei. Ein Viertel sind KMUs. Die Finanzierung der Labors und Zentren erfolgt durch die Unternehmenspartner in Cash und durch das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie dem Nationalfonds etwa zu gleichen Teilen. Wir vergeben in Österreich die größten Einzelförderungen an eine Forscherin und einen Forscher mit potenziell bis zu 750.000 Euro im Jahr und einer Laufzeit von 7 Jahren. Also das sind in Wirklichkeit die größten, potenziell die größten Einzelförderungen, die man bekommen kann. Das, was wir beobachten, ist, dass die Christian Doppler Labors ein hervorragender Nährboden auch für die Karriereentwicklung darstellen, sowohl für die Leiterinnen und Leiter der Einheiten, aber auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs eine wirklich ganz tolle Möglichkeit darstellen. Ich gratuliere der MedUni Wien und Boehringer Ingelheim noch einmal sehr herzlich zu dem spannenden Thema, zu dem tollen Labor, und ich wünsche natürlich dem Christian Doppler Labor, seinem Leiter, dem Firmenpartner und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel Erfolg, und wir wollen noch sehr viel von Ihnen hören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Präsident, für diese ermutigenden Worte, und die von Ihnen angeführten Zahlen sind Balsam auf der Seele von Forscherinnen und Forschern, besonders in Zeiten wie diesen. Und ich glaube, es ist die Innovationskraft und auch die Flexibilität und auch der lange Atem, der die CDG zu so einem interessanten Geldgeber für universitäre Forscherinnen und Forscher macht. Das Ganze ist nicht leicht verdient, das muss man sich hart erarbeiten. Auch das haben Sie erwähnt. Ihr Motto ist Exzellenz, there is no substitute for excellence. Und jedes Mal, wenn ich auf Ebene 4 das Gebäude betrete und hier bei der medizinischen Physik, glaube ich, 4 oder 5 CDG-Schilder hängen sehe, denke ich mir, das wäre doch ein tolles Role Model für unsere Abteilung. Also wir haben das alte noch nicht abmontiert, jetzt wäre es das zweite. Vielleicht kommen noch einige dazu. Wir kommen jetzt zur Einführung des Forschungsthemas an dieser molekularmedizinischen Schnittstelle der Universität, auf die Frau Vizerektorin Fritsch schon eingegangen ist. Und wir haben auch von wissenschaftlichem Nachwuchs oder eigentlich schon etablierten wissenschaftlichen Nachwuchs gehört. Und ich darf hier Herrn Dr. Philipp Schwabel vorstellen, ein langjähriger bewährter Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe von Professor Reiberger, der auch maßgeblich an der Ausformulierung der Forschungsinhalte des neuen CDG-Labs beteiligt war. Und er wird uns hier die wissenschaftliche Landschaft darstellen und den Hintergrund, auf dem dieses Labor basiert. Herr Schwabel, bitte. Vielen herzlichen Dank. Das Motto lautet: Von der Leber zur Fibrose und wieder zurück. Da wir heute ein sehr diverses Publikum haben, freut es mich, Ihnen einmal einen knackigen Vortrag zu geben über die Leber und deren Bedeutung und wie wir eventuell von der Fibrose auch wieder zurückkommen können. Die Leber selbst ist das größte innere Organ des Menschen und hat viele Aufgaben in den Bereichen Stoffwechsel und Immunologie. Als Entgiftungszentrale muss die Leber aber auch ganz schön viel aushalten. Entsprechend hoch ist ihr regeneratorisches Potenzial, was auch bereits im Altertum bekannt war und hier als Geschichte des Prometheus durch Rubens illustriert wurde. Jedoch steht der Tropfen höhlt den Stein, und so können chronische Lebererkrankungen wie Fettleberhepatitis oder Alkoholismus auch zu einer Veränderung der Leber führen. Und wenn wir von einer Rubens-Figur ausgehen, könnte man durchaus davon ausgehen, dass diese vielleicht auch eine Nash-Fettleber gehabt hatte. In Zahlen ausgedrückt sind die Lebererkrankungen in Europa sehr prävalent. An einer Fettleber leiden etwa 120 Millionen Europäer, und eine chronische Hepatitis, die auch therapiebedürftig ist, betrifft etwa 30 Millionen Patienten. Von denen versterben etwa 200.000 an ihrer Grunderkrankung pro Jahr. Die Leber hat eine spannende Anatomie und eine besondere Blutversorgung. Sie hat nämlich 2 zuführende und ein abführendes Gefäß. Zusätzlich zur Leberarterie, die sauerstoffreiches Blut anschwemmt, gibt es auch noch die Pfortader, die den gesammelten Blutfluss aus dem Darm zur Leber transportiert und somit der Leber die notwendigen Nährstoffe zur Verstoffwechselung darbietet. Die Kapillarräume zwischen den beiden Gefäßen
Und der abführenden Zentralvene sehen wir hier herausvergrößert, bezeichnet man als Lebersinusoide. Und in diesen finden all diese Stoffwechselvorgänge statt. Entsprechend, wenn es zu Anlagerung von Toxinen kommt, findet auch dort der Leberschaden statt. Und was das bedeutet, möchte ich Ihnen heute erklären. Kleine Änderungen mit großen Folgen. Diese Slides illustrieren die Problematik. Während man oben ein gesundes Lebergewebe sieht, mit einem ungestörten Blutfluss, erkennt man deutlich, dass bei Leberfibrose die Gefäße nicht mehr adäquat perfundiert werden können. Es kommt zu einer Einengung und folglich ist die Durchblutung der Leber nicht mehr so gut wie bei einer gesunden Leber. Dieses Problem geht weiter bis in die zuführenden Gefäße. Im Fall der Pfortader kommt es zum Pfortaderhochdruck. Und darunter leidet nicht nur die Leber, es leidet der ganze Patient. Das ist keine Einorganerkrankung, es sind wirklich viele Probleme. Wir sehen hier dargestellt einen typischen Leberpatienten und er sieht nicht gesund aus. Er hat mehrere Probleme. Unter anderem kann es zu einer hepatischen Enzephalopathie kommen. Das ist eine Erkrankung, bei der die Detoxifikation der Leber insuffizient ist und die Gifte bis ins Hirn steigen, sodass der Patient verwirrt ist, vergesslich wird. Im Extremfall sogar in ein Koma-Hepatikum fällt, wo er dann auch intensivmedizinische Betreuung braucht. Ein zweites Problem entwickelt sich häufig in der Speiseröhre. Wenn das Blut nicht mehr adäquat durch die Leber transportiert werden kann, sucht es sich andere Umwege. Und Krampfadern in der Speiseröhre sind hier eine häufige Stelle. Diese Gefäße sind jedoch filigran und im Falle, dass es zu Blutungen kommt, die schwer zu beherrschen sind, hat der Patient auch ein schlechteres Outcome. Als drittes, durch den erhöhten Druck in der Pfortader und den vorangeschalteten Gefäßen kann auch Bauchwasser entstehen. Diese Flüssigkeit stellt einen idealen Nährboden dar für Bakterien, wo im Extremfall eine spontanbakterielle Peritonitis, also eine Bauchfellentzündung, entstehen kann. Zusammengefasst nennt man das Dekompensationen der Leberzirrhose und wie Sie hier sehen, haben jene Patienten ein deutlich schlechteres Outcome, eine deutlich niedrigere Überlebenskurve. Also ist es unser Ziel, auch im Rahmen des Christian-Doppler-Labors hier etwas dagegen zu tun. Und erlauben Sie mich, einen kurzen Ausblick in die Physik zu machen, einen kurzen Ausflug in die Physik zu machen. Was wir hier sehen, ist eine Formel, die das Hagen-Poisson-Gesetz beschreibt. Und es gibt mehrere Variablen. Die Formel ist so aufgelöst, dass wir einen Unterschied der Drücke in einem Gefäß beschreiben. Das heißt, vor und nach dem Gefäß ist der Druck unterschiedlich dann, wenn der Radius zum Beispiel ein anderer ist. Und während all diese Variablen singulär dargestellt werden, ist der Radius eine Variable, die zur vierten Potenz dargestellt wird. Das heißt, der Radius hat einen wesentlichen Einfluss auf den Gefäßwiderstand und damit auf die Druckdifferenz. Somit möchten wir diesen Hebel nutzen und fragen, wie können wir diesen eingeschränkten Radius an dem Patienten mit Leberzirrhose leiden, wie kann man diesen eingeschränkten Gefäßradius wieder optimieren? Und dem zugrunde liegen im Wesentlichen zwei Faktoren. Das eine ist die Leberfibrose selbst, eine eher statische Komponente. Das andere ist die endotheliale Dysfunktion, also wenn die Gefäße selbst nicht mehr so ganz funktionieren. Hier unten sehen Sie auch noch dargestellt einen solches Sinusoid. Ein Sinusoid ist umkleidet von Endothelzellen und diese wiederum durch Sternzellen, entsprechend ihrer Form der Name. Und diese Sinusoide stellen den Fokus dar, auch unseres Christian-Doppler-Labors. Zur Leberfibrose hat man ehemals gedacht, dass das ein irreversibler pathologischer Prozess ist. Aber dieses Dogma ist widerlegt. Und als eine der besten Beispiele zeigt sich die Erfolgsgeschichte der Behandlung der Hepatitis C. Patienten, die auch bereits sehr stark ausgeprägte Lebererkrankungen hatten und einer deutlichen Leberzirrhose litten, konnten, nachdem das Ursprungsproblem gelöst wurde, nämlich die Hepatitis C erfolgreich behandelt wurde, wieder eine deutlich bessere Lebensqualität haben und hatten auch ein verlängertes Überleben gegenüber jenen, bei denen die Hepatitis C nicht gut behandelt werden konnte. Aber nicht nur die Kontrolle der Grunderkrankung, sondern auch andere Pathways gibt es, die von äußerstem Interesse sind. Die Sternzellen habe ich Ihnen heute schon kurz erwähnt und es gibt einige molekulare Pathways,
die momentan sehr intensiv studiert werden, um diese Sternzellen wieder zu beruhigen, um sie zu entspannen, damit die Lebersinusoide auch wieder eine bessere Perfusion haben. Des Weiteren gibt es auch nicht zellulär besiedeltes Gewebe in der Leber, die sogenannte extrazelluläre Matrix. Und je fibrotischer eine Leber ist, umso mehr nicht-zelluläres Gewebe gibt es da drinnen. Dieses aufzulösen ist ein weiterer Fokus, auch in unserem Christian-Doppler-Labor, um dadurch die Leber wieder besiedelbarer für gesundere Zellen zu machen. Noch kurz zur endothelialen Dysfunktion. Dieses Schlagwort wird beforscht in vielerlei vaskulärer Forschungsgruppen und auch so bei uns. Im Wesentlichen beschreibt die endotheliale Dysfunktion den Unausgleich zwischen Vasokonstriktion und Vasodilatation, also Mediatoren, die dafür sorgen, dass ein Gefäß sich zusammenzieht oder wieder auseinandergeht. Bei Patienten mit Leberzirrhose sind diese kleinen Sinusoide eher zusammengezogen und dieses Gleichgewicht möchten wir wieder herstellen. Endotheliale Dysfunktion umschreibt aber auch Faktoren, die auf die Koagulation eine Rolle spielen, auf die Gefäßinflammation, also Entzündung, und auf die Gefäßneubildung, die ebenso eine große Rolle bei der Leberzirrhose spielt. Ein Molekül möchte ich noch hier hervorheben. Stickstoffmonoxid ist ein kleines Gas, das, wie Sie sehen, in drei dieser Kapitel eine Rolle spielt. Und mit diesem letzten Slide möchte ich einen Schwerpunkt des neuen Christian-Doppler-Labors auch hervorheben, in dem es eben um dieses Gas geht. Im Gesunden zeigt Stickstoffmonoxid eine Anregung eines Enzyms der löslichen Guanylylase, kurz SGC. Und dieses führt in weiterer Folge dazu, dass ein Botenstoff CGMP produziert wird. Das sehen wir hier unten. Kurz gesagt ist CGMP wichtig, damit das Gewebe protektiert bleibt und gesund bleibt. Jedoch in inflammatorischen Situationen, wo sehr viel freie Sauerstoffradikale sind, kann es passieren, dass einerseits das Enzym nicht mehr gut funktioniert und andererseits das Stickstoffmonoxid zu einem Peroxynitrit aufoxidiert wird, was dann zur weiteren Gewebschädigung führt. Diesen Pathway möchten wir insbesondere im Fokus haben und das ist definitiv eines der Zentren unseres Christian-Doppler-Labors. Damit hoffe ich, dass ich Ihnen sehr rasch einen Einblick in unsere pathophysiologischen Ideen geben konnte und danke sehr für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Schwabel, für diese schönen Ausführungen. Noch einmal auch Darlegung der molekularbiologischen und zellbiologischen Grundlagen dieses Labors. Ich glaube, das zeigt auch sehr schön, dass die Hepatologie eine ideale Spielwiese der Präzisionsmedizin und der molekularen Medizin ist und wir hier viele interessante Einblicke aus diesem neuen CD-Labor erwarten können. Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner ist das Zentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ZEM. Und ich darf hier den Direktor Julius Alberto Furger begrüßen, der auch Professor der Medizinischen Universität für molekulare Systembiologie ist. Ich glaube, das zeigt auch sehr schön, wie eng verwoben das ZEM mit der Med-Uni Wien ist. Wir kennen ja alle so den Spruch, collaborate across the hallway or go international. Im Fall des ZEMs haben wir beides auf einen Schlag. Man kann hier lokal quasi in Steinwurfnähe kooperieren und hat hier eine internationale Vielfalt auf höchstem Niveau. Und Julius Alberto Furger steht auch für diese Unternehmenskultur. Das ZEM ist ja erfrischend, ein bisschen anders als die Med-Uni Wien, mit einer Unternehmenskultur, einer Wissenschaftskultur, die sich ideal vermengt. Wir haben hier auch nicht nur gemeinsame Professuren, wie Julius Alberto Furger eine hier begleitet, sondern auch Adjunct PI Positions und auch PI Positions, wo Personen, Forscherinnen und Forscher, sowohl auf der Med-Uni Wien wie auch im ZEM hier in der Wissenschaft tätig sein. Und ein Beispiel ist auch das bereits angesprochene Ludwig-Boltzmann-Institut für Rare and Underdiagnosed Diseases, die ja auch ein wichtiger Schwerpunkt dieses CD-Labors sein werden. Julie, ich darf dich um deine Ausführungen bitten. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Liebe Vizerektorin Michaela Fritz, sehr geehrter Präsident der Christian-Doppler-Gesellschaft, Professor Gerbzabek, und natürlich liebe Mitarbeiter des neuen CD-Labors, Thomas Reiberger und Dr. Schwabel und das Team. Es ist mir eine besondere Ehre, hier mitwirken zu können.
Das ZEM ist mitten im medizinischen Universitätscampus und hat sich als Aufgabe gestellt, zu helfen in der Innovation und in der Exploration von neuen Themen. Ich fange an mit einer Note, und zwar, dass ich versucht habe, meinen Anzug zuzumachen, und da ist mir dieser Knopf abgefallen, um zu sagen, wie sehr Covid-19 Tagen sich auf meinen Umfang und wahrscheinlich leider eben auch auf meine Leber ausgewirkt haben. Und ich bin sehr froh, auf einer ganz persönlichen Ebene, dass wir in der Lage sind, heutzutage tatsächlich auf einer mit einem molekularen Skalpell, mit einer Präzision, die noch nie da gewesen ist, molekularen Grundlagen von Erkrankungen, und die Leber ist ein Zentralorgan. Und ich werde ganz kurz unser Sichtpunkt vom ZEM darstellen und versuchen klarzumachen, dass wir alles machen werden, um diesen CD-Labor zu unterstützen. Zunächst einmal geht es darum zu sagen, wir würden gerne eine Präzisionsmedizin haben in der Gegenwart, sind aber noch nicht ganz so weit. Diese Folie ist schon ein paar Jahre alt von Nicolas Schork als ein Kommentar in Nature, wo er von Unprecision Medicine spricht. Unprecision Medicine, weil es sich tatsächlich herausgestellt hat, dass die meisten Medikamente, in diesem Fall sind es die 10 meistverkauften Medikamente in den Vereinigten Staaten, nur eins bis drei, also einer von drei beziehungsweise eine von 24 Patientinnen in der Tatsache helfen können. Das heißt, wir würden gerne eine Medizin haben, die richtig funktioniert, haben aber mindestens von der pharmakologischen Seite her noch eine Situation, die sehr unpräzise ist. Aber nichtsdestotrotz, we will get there soon, also wir werden es schaffen. Wieso? Erstens ist es die bestmögliche Zeit in der Geschichte der Menschheit, um pathophysiologische Vorgänge zu erforschen auf molekularer Ebene. Noch nie haben so viele Forscherinnen und Forscher gelebt wie jetzt. Man redet von 90% aller Menschen, die je geforscht haben, sind in der Gegenwart. Und wir haben tatsächlich Mittel, die es uns erlauben, immer besser und immer präziser zu arbeiten. Das geschieht mit einem Rhythmus, das wirklich atemberaubend ist. Fast jede Woche gibt es was Neues zu berichten. Und ich würde behaupten, dass die medizinische Universität und der medizinische Universitätscampus der richtige Ort ist, um das auszuführen. Wir haben vor einiger Zeit, beziehungsweise vor einigen Monaten, auch eine Zitationsanalyse gemacht, und zwar die 100 meistzitiertesten Arbeiten, Originalarbeiten in Österreich, also die von Österreicherinnen und Österreicher erster oder letzter Autor waren. Und es hat sich herausgestellt, dass 40% der 100 Besten aus dem 9. Bezirk in Wien produziert werden. Das heißt, 40% Exzellenz im Lande, tut mir leid für alle anderen Ortschaften, die zugeschaltet sind, 40% der Exzellenz findet im 9. Wiener Bezirk. Es hat die Physik ein bisschen was damit zu tun, aber hauptsächlich ist die Medizinische Universität. Und deswegen gratuliere ich sehr wohl die Christian-Doppler-Gesellschaft für die Weitsicht und Böhringer, weil diese Investition hier ist at the right place, at the right time. Ein bisschen in eigener Sache, wir haben gestern die große Plenary Lecture von der Europäischen Hämatologie-Assoziation, das sind 27.000 Leute, und wir haben dargestellt eine Studie, die wir zusammen mit Philipp Staber, beziehungsweise Philipp Staber hat sie gemeinsam mit uns durchgeführt. Es geht um hämatologische Erkrankungen, die sehr aggressiv sind, wo man nicht mehr weiß, wie man mit den Patienten umgehen kann. Und mit einer Technologie, die hier am Campus entwickelt worden, die wir Pharmakoskopie nennen, war es tatsächlich möglich, und es ist dargestellt, auf diesen zwei Kurven wurde es nicht möglich, die Ärztinnen und Ärzte mit einer neuen Waffe zu beschenken. Und diese Möglichkeit ist tatsächlich ex vivo außerhalb des Patienten anhand von Zellen des Patienten zu messen, welche die beste Therapie möglich wäre. Und die Patientinnen und Patienten, die so behandelt wurden, haben eine bessere Chance, sozusagen davon zu profitieren, wie wenn es ohne diese vorgehenden Tests. Das heißt, wir sind noch nicht bei dieser Präzisionsmedizin, die ich beklagt habe am Anfang, aber wir sind dabei, und ich bin der Meinung, dass es Zeit ist, irgendwie das Ganze auch für Lebererkrankungen zu machen. Und natürlich ist es schon angesprochen worden, und das werden wir auch tun.
Was sind die Themen, die uns am CEM in der nächsten Zeit beschäftigen werden? Wir reden hier von den nächsten 15 Jahren. Sicher die Möglichkeit, Medikamente zu entwickeln mit dem Rest des Campus. Das heißt, wir werden aggressiver und dezidierter in der Lage sein, die sogenannten akademische Drug Discovery zu machen. Wir werden Transporter spielen in der Leber eine große Rolle. Wir werden darüber sprechen, zusammen mit einem großen Projekt Resolute besser erforschen. Wir werden uns auf Organoide, und hier sind wieder, wird dieser Christian-Doppler-Labor sehr wichtig sein, werden wir auch spezifisch im Zusammenhang mit dem Großprojekt, europäischen Großprojekt Cell Atlas, wirksam machen und sicher, wie schon erwähnt, diese funktionelle Präzisionsmedizin. Wir sind immer mehr überzeugt, dass Metabolismus auch innerhalb der Zelle in bestimmten Regionen unterschiedlich stattfindet. Und diese Regionalisierung des Metabolismus spielt natürlich eine Rolle auch für Lebererkrankungen. Und wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, jenseits von diesen sogenannten CAR-T-Zellen auch neuartige Engineerings durchzuführen bei Zellen, sodass man hier eine neue therapeutische Waffe hat. Ganz interessant auch für die Aufgaben, die das Christian-Doppler-Labor sind, wir interessiert an Entzündungserscheinungen, die tatsächlich über verschiedene Organe stattfinden und die Einzelzell-Resolution. Also wir möchten Organe, und hier ist wieder die Leber sehr, sehr wichtig, auf der Auflösung von einzelnen Zellen und wissen, was die Einzelnen machen und last but not least, auch in der Lage, die Daten so zu integrieren in eine netzwerkbasierte Medizin, die uns die Integration dieser Erkenntnisse zusammenzuführen. Und ganz kurz, es ist ganz klar, dass die Leber unser wichtigster metabolischer Organ ist und dort finden die meisten interessanten Reaktionen, chemische Reaktionen statt und es gibt eine Regionalisierung innerhalb der Leber, die von diesem Christian-Doppler-Labor erforscht wird und da gibt es sehr viel Kompetenz schon am Campus und wir sind der Meinung, dass wir verstehen müssen, welche Aufgabenteilung unter den verschiedenen Zellen und innerhalb der Zelle stattfindet und hier sind die verschiedenen Themen, die wir als CEM beitragen wollen, dem Thomas Reilberger, Dr. Schwabel und das Team. Das hat zu tun mit der Möglichkeit, tatsächlich wie in der Pharmakoskopie anhand von Ausschnitte von Lebern, zunächst einmal wahrscheinlich mit Mäusen zu testen, ob man Medikamente außerhalb des Organismus testen kann. Wir haben erzählt von diesen Transporterfunktionen. Wir möchten gerne diese Einzelzellenanalyse machen. Wir haben Bibliotheken von chemischen Substanzen, die Metabolismus beeinflussen, möchten sehen, wie das auf diesem System funktioniert. Wir möchten schauen umgekehrt, wie dieses System diese Substanzen verändert, sogenannten Drug Metabolism. Wir möchten gerne die epigenetische Regulation untersuchen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben Modelle für virale Infektionen in der Maus, die sehr wichtig sind, um zu verstehen, wie die Leber als Gesamtorgan gegen Infektionen wirkt und wie sie befallen ist und die genannten Network Medicine, aber auch die vom Professor Trauner genannten Rare Disorders. Und als Wunsch für das Team möchten wir einem kleinen Geschenk überreichen, den Professor Reilberger. Es ist eine sogenannte Okarine. Es ist ein Flöteninstrument aus Ton und dieser Flöteninstrument ist so ähnlich einer Leber, dass wir der Meinung sind, dass wenn man wie aus einer Zauberflöte hier ein paar, ich werde jetzt zu Ihren Gunsten nicht versuchen, sie zu spielen, wenn Professor Reilberger in der Lage ist, schöne Lieder daraus zu spielen, wird da auch er weiterhin nicht nur die besten Köpfe auf dem Campus zu sich holen können, aber auch sehr viele zusätzliche Leute finden, die sich für das Christian-Doppler-Labor begeistern. Viel Spaß mit der Okarine und viel Glück bei dem Christian-Doppler-Labor, lieber Thomas. Vielen Dank, Giulio, das ist sehr nett. Auch ich werde in deinem und in eurem Sinne nicht versuchen, drauf zu spielen. Ja. Noch nicht. Ich werde mich der Wissenschaft widmen. Vielen herzlichen Dank. Bitte, ja. Ich leg's hier. Dankeschön, Giulio, für diese tolle Ausführung und auch das überraschende Einlage, dieses Bespielen der Okarine wäre auch nicht Aerosol-Covid-regulatorisch konform, obwohl es sicher wunderschöne Töne hervorbringen würde. Ich glaube, die Ausführungen von Giulio Siberte-Furger haben auch wirklich
gezeigt, was da für eine einzigartige Konstellation hier auf diesem medizinischen Universitätscampus besteht, dass wir hier ein Institut haben, das nicht nur die Technologie, sondern auch die Brainpower, dass hier zwei Welten zusammentreffen, die, glaube ich, auch das Feld der Hepatologie ganz wesentlich mitgestalten können. Du hast das sehr schön gezeigt, Julia, wie das im Bereich der Hämatologie und im Bereich der Rheumatologie gelungen ist. Ich glaube, die Hepatologie scharrt hier ebenfalls bereits in den Startlöchern. Und wir kommen zur Vorstellung des neuen CD-Labors und darf hier den neuen Laborleiter Professor Reiberger vorstellen. Thomas Reiberger ist ja wirklich einer der absoluten Shootingstars unserer Abteilung und unserer Universität. Seine Arbeitsgruppe steht ja hier für 30 bis in letzter Zeit sogar 50% des Forschungsoutputs in einer Abteilung, die in der Universität hier auch eine absolute Spitzenreihung einnimmt. Und ich bin überzeugt, dass dieses neue CD-Labor mit diesem intellektuellen, nicht nur dem finanziellen, aber auch diesem intellektuellen Impetus, der durch diese neue Konstellation entsteht, hier weiteren Aufschwung haben wird. Thomas Reiberger wurde ja, ohne ihn hier jetzt im Detail vorzustellen, nicht nur in Wien, sondern auch international ausgebildet, auch an der Harvard University, und er leitet hier an der klinischen Abteilung die Leberzirrhoseambulanz und das Hämodynamiklabor und auch die HIV-Koinfektionsgruppe und ich glaube, das ist auch für dieses CD-Labor eben dieser wichtige Ansatz, auch das Labor für Leberfibrose und portale Hypertension, also ein translationales, tierexperimentelles Labor, und ist somit wirklich einer der Role Model Physician Scientists an unserer Universität und ist auch dem CEM durch eine Adjunct PI Position sehr eng verbunden. Und ich glaube, dieses CD-Labor wird hier noch diesen zusätzlichen Katalysator-Effekt haben, dass hier noch weitere Forschungsthemen aufgeschlossen werden können. Herr Reiberger, Sie werden uns jetzt das Labor und Ihr Team noch einmal genauer vorstellen. Wir sind schon ganz gespannt. Ja. Ja, herzlichen Dank auch nochmal für diese einleitenden Worte. Ich hoffe, Ihr Interesse an Lebererkrankungen und an unserem Laborinhalt ist jetzt auch entfacht. Wir wollen letztendlich dann die Inflammation wieder löschen und entfachen und in diesem Christian-Doppler-Labor in den nächsten Jahren wirklich Forschung auf dem Spitzenniveau, das wir an unserer Universität Wien auch leben und forschen, Ihnen darlegen. Letztendlich ist ja eine akademisch-industrielle Kollaboration im Rahmen dieses Christian-Doppler-Labors geplant, mit dem klaren Ziel, translationale Entwicklungen für die Patienten und Patientinnen an unserer Universität Wien zu gestalten. Und ich darf jetzt an meinem Teil den akademischen Part unseres Labors an der MedUni Wien vorstellen. Meine Gruppe ist letztendlich hat unterschiedliche Schwerpunkte, und der Teil der Gruppe, der sich vor allem in diesem Christian-Doppler-Labor verwirklichen wird, ist einerseits hier dargestellt im Grundlagenlabor an der Bench mit entsprechendem Technician Support auch von der MedUni Wien. Aber ganz wichtig, wie schon gesagt, der translationale Hintergrund, also die Arbeit am Patienten, es ist enorm wichtig. Hier ist einerseits das Hämodynamiklabor zu nennen, die Zirrhoseambulanz, wo wir das Krankheitsbild, das wir letztendlich erforschen und auch therapieren wollen, wirklich am Patienten sehen, als Beispiel eben Zirrhoseambulanz und Virushepatitis-Koinfektion. Aber eben auch ganz wichtig, diese Zusammenarbeit mit den Grundlagenexperten am CEM und am Zentrum für seltene und undiagnostizierte Erkrankungen, den LBI-RUT. Und hier sehen Sie das Forschungsteam, das in diesem CD-Labor von akademischer Seite aktiv sein wird. Ich will an dieser Stelle gleich danken, weil es ist letztendlich ja so, dass man zwar als Laborleiter koordinieren muss und viel, viel Zeit damit auch verbringen will, aber es sind letztendlich die Menschen, die das Labor ausmachen und die wirklich hier harte Arbeit reinstecken für letztendlich die Discoveries, die am Patienten auch ankommen sollen. Und wir haben hier eine Molekularbiologin, wir haben einen Veterinärmediziner, der mit großen Surgical Skills ausgestattet sind, die für unsere In-Vivo-Tiermodelle an der Maus und an der Ratte extrem wichtig sind. Den Herrn Dr. Schwabel haben Sie schon gehört, auch als wirklicher Role Model für den Track eines Physician Scientist von der Bench zur Bedside und auch wieder zurück. Er wird jetzt 2 Jahre auch in London verbringen, an einer sehr renommierten Universität, und im Bereich der Sinusoidforschung aktiv sein und schon in den Startlöchern Dr. Simbrunner als auch Physician Scientist, der seinen PhD in meiner Gruppe in dem Labor machen wird. Aber nun zurück zur Leber. Die Leber zählt im Zentrum der Welt, für mich zumindest, und auch im Zentrum dieses Labors. Wir haben viele Erkrankungen, die die Leber betreffen können. Viele davon kennen wir, genetischer Natur, virale Hepatitis Natur, aber auch seltene Lebererkrankungen, häufige Lebererkrankungen, genetische Erkrankungen und auch undiagnostizierte Erkrankungen.
Zwei will ich hervorheben, weil sie ganz besonders wichtig sind in diesem Christian-Doppler-Labor. Die Fettleber als Lebermanifestation des metabolischen Syndroms, eine globale Epidemie, die wir sicher nicht nur in Österreich erleben werden und die hier letztendlich als wichtige Plattform gilt, um auch neue Therapien zu verstehen und an den Patienten zu bringen, die wahrscheinlich dann in anderen Lebererkrankungen auch wichtige Erfolge erzielen werden. Und auf der anderen Seite, weil traditionellerweise unsere klinische Abteilung einen wissenschaftlichen Schwerpunkt und auch große Errungenschaften schon im Bereich der seltenen Lebererkrankungen wie der primär biliären Zirrhose, Cholangitis, wie sie jetzt heißt, oder primär sklerosierenden Cholangitis und Autoimmunhepatitis erringen konnte. Und hier wird auch im Zusammenschau mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut für seltene Erkrankungen ein Schwerpunkt des Labors liegen. Ein Teil ist sicher die Erforschung der grundlegenden molekularen Signaltransduktionswege. Und hier will ich Ihnen zwei Arbeiten zeigen, die bei uns im Labor entstanden sind und die letztendlich zur Hypothese oder zu einer der zentralen Hypothese des Christian-Doppler-Labor-Antrags beigetragen hat. Und hier können Sie an einem Beispiel sehen, dass eben ein Enzym, und das ist nur eines von vielen, die in der Leberzelle gebildet werden oder die in den wichtigen Stoffwechselvorgängen eine Rolle spielen, wenn man dieses aktivieren kann, das hat Ihnen der Herr Dr. Schwabe schon davor gesagt, und sozusagen Botenstoffe manipulieren kann, gezielt in der Leber, dann können wir auf der einen Seite durch medikamentöse Therapieansätze eben dieses zyklische GMP in die Höhe treiben, das letztendlich in eine Reduktion der Lebervernarbung in diesen Tiermodellen und auch in einer Reduktion der Stellarzellaktivierung als ganz zentralen Mechanismus der Fibrogenese resultiert hat. Innerhalb des Christian-Doppler-Labors organisieren wir uns in sogenannte Work-Packages. Und ich habe Ihnen diese vier Work-Packages hier skizziert und ich werde Ihnen drei dieser Work-Packages näher darlegen und beginne mit dem Teil, den wir in der Bench machen, also den In-vitro-Teil an der Laborbank sozusagen. Wir haben Tiermodelle, wir haben aber auch humanes Material. Wir können aus der Leber Einzelzellen isolieren. Und das sind eben nicht nur die Leberzellen, die Hepatozyten, sondern das sind auch andere Zellen, die die Leber zusammenhalten, die die Gefäße bilden, die die Entzündung oder letztendlich auch Immunantwort in der Leber auf Noxen mediieren. Hier sehen Sie die Stellarzellen, Endothelzellen und die Kupferzellen in Relation dazu. Diese können wir nicht nur unter dem Mikroskop untersuchen, wir können sie auch kultivieren. Man kann sie auch in Verbänden kultivieren, das sind sogenannte Organoide, Organ in a Dish. Auch hier ist ein Schwerpunkt der Medizinischen Universität Wien in den nächsten Jahren sicher auch im Christian-Doppler-Labor verankert. Und wenn wir so eine Leber perfundieren, hier ein Beispiel einer Rattenleber, dann können wir eben diese Zellen daraus gewinnen, aber wir können zwei andere sehr wichtige Informationen noch gewinnen. Wir können Substanzen, die den Gefäßwiderstand dynamisch modulieren, das ist eben diese aktive Komponente, testen auf ihre Vasoreaktivität. Wir können aber auch, und das sehen Sie an dieser Skizze links oben, die Leber dezellularisieren. Hier bleibt Ihnen das Bindegewebegerüst über und man mag meinen, das sei ein passives Skelett, aber wir wissen jetzt schon, dass hier viele Signale durch diese Gewebselastizität auf die Zellen und wiederum in der Matrix, also das Bindegewebe, übertragen werden und dort auch gespeichert werden. Und diese wollen wir auch charakterisieren, um so diesen Crosstalk zwischen dem Leberbindegewebe und den Leberzellen näher zu erforschen. Wir können Gott sei Dank auch mit humanem Material arbeiten und wo geht das besser? An einem der größten Universitätskliniken im europäischen Raum. Und wir haben eben letztendlich humanes Material, zum Beispiel von Patienten, die einer Lebertransplantation sich unterziehen müssen, wo das kranke Organ letztendlich ja dann verworfen wird und Gott sei Dank ein neues funktionierendes Organ transplantiert wird, zur Verfügung, um es auch näher zu untersuchen. Andererseits haben andere Patienten auch Lebertumoren, die entfernt werden müssen, die zum Beispiel in Form einer Metastase in einem relativ gesunden Lebergewebe entstehen. Auch hier haben wir humanes Material zur Verfügung und können auch hier diese Zellen im richtigen humanen Patientensetting charakterisieren. Und wie tun wir das? Nicht nur, dass wir diese Zellen isolieren und dann sozusagen jedes für sich einzeln anschauen, sondern wir können auch hier wirklich die sogenannte Genexpression ungezielt, man sagt unbiased, untersuchen. Und hier kommt wieder eine sehr wichtige Schnittstelle mit der Biosequencing Facility am CEM ins Spiel. Hier können Sie wirklich an der Einzelzelle das ganze Genomprodukt, also was die Zelle wirklich aktiv gerade in dem Moment tut, für jede einzelne dieser Zelle ansehen. Und das wurde schon an anderen Geweben durchaus erfolgreich gemacht und wir erwarten uns hier wichtige Ergebnisse für unsere translationale Forschung. Im Paket 2 sehen Sie hier
Dann sind histologische Schnitte von Lebergewebe von Patienten, am Beispiel der primärbiliären Cholangitis, eine seltene Lebererkrankung. Und wir können im Tiermodell, zum Beispiel der Manipulation des Skaleneingangs, Sie sehen an den Bildern, diese Krankheit modellieren. Das heißt, wir haben sehr gut kontrollierte Settings, um einmal Konzepte zu entwickeln. Wir können diese Krankheitsphase, das sehen Sie hier an diesem rot markierten Teil, auch wieder beenden und somit ein Modell der Regression, wie Ihnen Herr Dr. Schwabe schon gesagt hat, zum Beispiel Ausheilung der Hepatitis C modellieren. Und wir wissen, dass hier durchaus auch sehr wichtige andere Signalwege eine Rolle spielen, um eben das Gewebe wieder in einen besseren, vielleicht sogar reversiblen, gesunden Zustand zurückzuführen. Und wir messen nicht nur die Zell, also die Änderung der Einzelzellen, wir schauen uns das Gewebe an und wir messen auch die Hämodynamik. Das ist eines der Kerngebiete des bisherigen Labors an der Bench, dass wir die In-vivo-Hämodynamik am Tier genau charakterisieren können. Und letztendlich als Mediziner, als Clinician Scientist, ist das Work Package 4 wieder zurück an der Klinik. Hier haben wir einer weltweit größten Hämodynamik-Labors aufgebaut, wo wir auch am Patienten, dem Pfortaderdruck, die hämodynamischen Veränderungen genau charakterisieren können. Haben auch eine assoziierte Biobank, wo wir die Gewebe vom Patienten mit den hämodynamischen Veränderungen korrelieren können und als Gastroenterologen auch Zugang zu einem so wichtigen anderen Organ, das mit der Leber laufend kommuniziert, Stichwort Magen-Darm-Leber-Achse, um die Biopsate auch aus dem Verdauungstrakt, die auf der einen Seite der Leber Signale senden, aber andererseits durch Lebererkrankungen auch betroffen sind, näher zu charakterisieren. Und hier ist es vor allem wichtig, die Patienten mit seltenen Lebererkrankungen, die wir noch nicht so genau verstehen, wie eben am Beispiel PBC, PSC, Autoimmunhepatitis, im Rahmen des Rare Liver Disease Programm, in Assoziation mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut, aber auch innerhalb der europäischen Referenznetzwerke zu charakterisieren. Und hier haben wir wiederum gerade an dem Campus hier die molekularen Möglichkeiten, das hier wirklich für Sie als Patienten und Patientinnen zu tun und dann gemeinsam mit Böhringer auch Therapien zu entwickeln. Somit bleibt mir nur Danke zu sagen an mein Team, an die Christian-Doppler-Gesellschaft, an die Medizinische Universität Wien, an den Unternehmenspartner und ans Bundesministerium für diese Möglichkeit. Und ich kann nur sagen, wir sind alle motiviert und freuen uns auf die nächsten Jahre. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Reiberger, für diese spannenden Ausführungen. Sie haben ja auch sehr schön gezeigt, wie die Hepatologie die Kurve kratzt, sozusagen, nachdem sie sich mit der Erfolgsgeschichte der Hepatitis C, einer der wirklich großen Erfolgsgeschichten in der Medizin, jetzt nicht arbeitslos gemacht hat, eben weil es noch viele andere Forschungsgebiete wie eben die seltenen Lebererkrankungen wie die primärbiliäre Cholangitis und die PSC gibt und auch die anderen immunologischen Lebererkrankungen, die doch Nummer 3 oder 4 in den Transplantindikationen sind, also trotz ihrer Seltenheit auch einen unglaublich hohen gesellschaftlichen Impact haben. Und ich glaube, hier können wir aus diesem neuen CD-Labor einiges an spannenden Forschungsergebnissen und auch klinisch relevanten Resultaten, was die Therapie und das Management dieser Patienten betrifft, erwarten. Ich bitte jetzt Herrn Dr. Rüdiger Streicher von Böhringer Ingelheim als Unternehmenspartner dieses Christian-Doppler-Labors ein paar Worte aus der Perspektive des Industriepartners an uns zu richten. Er wird hier zugeschaltet aus Biberach. Das ist einer der Vorteile von diesen Online-Meetings, dass nicht alle hier vor Ort im Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien versammelt sein müssen. Böhringer Ingelheim ist ja hier in Wien kein Unbekannter. Denken Sie nur an das IMP, denken Sie an das, was alles in Wien-Meidling hier an Forschungsinvestitionen hier momentan getätigt wird. Und es freut mich sehr, dass wir hier mit Böhringer auch einen Partner gewinnen konnten, der uns bei diesem Christian-Doppler-Labor unterstützt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir technisch schon so weit sind. Es schaut so aus. Dann darf ich Dr. Streicher bitten, er ist Direktor der kardiometabolischen Forschungseinheit, die ja auch mit dem Forschungsthema der NASH, auch das haben wir gehört, ist ja ein wichtiges Thema dieses neuen CD-Labors, hier ganz intensiv involviert ist. Und er wird uns hier die Perspektive des Unternehmenspartners darlegen. Sehr geehrter Herr Professor Trauner, vielen Dank für die freundliche Einführung. Sehr verehrte Damen und Herren, als Vertreter des Unternehmenspartners Böhringer Ingelheim möchte ich Sie auch ganz herzlich zu dieser Eröffnungsfeier begrüßen und mich auch insbesondere bei der Christian-Doppler-Gesellschaft für die großzügige Unterstützung des Projektes bedanken. In den folgenden Minuten
möchte ich Ihnen die Firma Böhringer Ingelheim etwas näher vorstellen und auch darlegen, warum wir speziell an diesem Forschungsprojekt so ein hohes Interesse haben. Das Unternehmen Böhringer Ingelheim ist seit seiner Gründung im Jahre 1885 ein familiengeführtes Unternehmen. Unser Fokus liegt auf dem Bereich Humanpharma mit derzeit über 50.000 Beschäftigten weltweit. Die hohen Ausgaben jährlich für Forschung und Entwicklung zeigen ein klares Bekenntnis Böhringer Ingelheims zur eigenen Forschung, ein, wie ich meine, für uns hier sehr wichtiger und konstanter Faktor in der Strategie von Böhringer Ingelheim. Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind global verteilt in den USA, Deutschland, Österreich und Japan. Wir haben führende Expertise in Forschung, Entwicklung, Medizin und auch die Kapazitäten, um sowohl kleine Moleküle als auch Biotherapeutika zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Aber wir arbeiten natürlich auch sehr stark in allen Bereichen mit externen Partnern zusammen. Unsere Vision und Ziel unserer Aktivitäten ist es, einen therapeutischen Durchbruch in der Behandlung von Krankheiten zum Patienten zu bringen. Wir konzentrieren uns dabei auf die Krankheiten bzw. Patientengruppen mit dem derzeit und auch zukünftig zu erwartenden hohen therapeutischen Bedarf. Um hier erfolgreich zu sein, brauchen wir innovative Ansätze und Methoden, zwar jeden Tag von Neuem, die wir mit Forschern und Partnern weltweit vorantreiben. Die Zusammenarbeit mit externen Partnern ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer Strategie geworden. Die Hälfte unserer Projekte kommt von außen oder wird durch externe Kollaborationen getragen und unterstützt. Wichtig sind gerade in der Forschung die unterschiedlichen Sichtweisen und die offenen, kontroversen Diskussionen mit externen Wissenschaftlern. Eine zweite wichtige Komponente ist, dass hier wir in langfristige Partnerschaften investieren wollen. Dies schafft Vertrauen und stellt die Basis für den Erfolg dar. Trotz der knappen Zeit möchte ich eine Erfolgsstory auch aus eigenem Interesse herausstellen, auf die wir insbesondere in der kardiometabolischen Forschung in Biberach sehr stolz sind. Es betrifft unseren SGLT2-Inhibitor Empagliflozin zur Behandlung des Typ-2-Diabetes. Er wurde 2018 mit dem Prix Galien als bestes pharmazeutisches Produkt ausgezeichnet. Mit diesem Produkt ist es uns gelungen, einen deutlichen therapeutischen Durchbruch zum Patienten zu bringen. Und dies würden wir natürlich auch gerne öfter erleben und streben wir auch im Bereich NASH an. Hier sehen Sie die verschiedenen Therapiegebiete, in denen Böhringer Ingelheim aktiv ist. NASH wird innerhalb der kardiometabolischen Forschung bearbeitet. Die CMDR, die kardiometabolische Forschung, verteilt sich auf zwei Standorte. In Ridgefield in Connecticut arbeiten wir auf NASH. Die Kollegen hier haben vorher auf Kidney Disease gearbeitet. Und in dem größeren Standort in Biberach arbeiten wir sowohl auf NASH als auch auf Obesity und Retinopathie. Beide Standorte arbeiten in einer koordinierten Weise zusammen in einem großen Therapiegebiet. NASH kennen Sie natürlich alle sehr gut. Eine chronische Erkrankung, die über viele Jahre asymptomatisch verläuft. Getrieben durch die Entzündung entwickelt der Patient eine Leberfibrose bis hin zur Zirrhose. Damit steigt das Risiko des Patienten, an leberbedingten Komplikationen zu versterben oder auf eine Transplantation angewiesen zu sein, deutlich an. Hier sehen wir therapeutisch den größten Bedarf. Und deshalb sind diese Patienten mit F4-Zirrhose mit oder ohne Portal Hypertension in unseren Fokus gerückt. Hier wollen wir in den nächsten Jahren nach neuen Ansätzen suchen, unter anderem auch mit Hilfe des Christian-Doppler-Labors. Wir arbeiten in Ridgefield und in Biberach seit einigen Jahren auf NASH und wir haben mittlerweile eine breite Plattform. Sie umfasst verschiedenste Modelle, In-vitro-Modelle, komplexe 3D-Modelle, Organoide, Analysemethoden, digitaler Art und Histologie. Wir haben Ex-Vivo-Modelle etabliert, wie die erwähnten Precision Cut Liver Slices, akute mechanistische Modelle,
charakterisiert durch NGS-Analysen und Single-Cell-Analysen, wie auch ein breites Panel an pharmakologischen Modellen, um die unterschiedlichsten Ansätze profilieren zu können. Dieses Know-how werden wir sicher in die Kollaboration mit dem Christian-Doppler-Labor einbringen können und werden uns auch gegenseitig hier ergänzen können. Die lösliche Guanylatcyclase und die Bedeutung von Aktivatoren für dieses Enzym wurden bereits von Dr. Schwabel eingeführt. Wir sehen für diesen Mechanismus großes Potenzial, die vaskuläre Konstriktion in den Lebersinusiden zu reduzieren und auch den Fibrosegrad zu reduzieren und sich so über diesen Mechanismus positiv reduzierend auf den portalen Druck auszuwirken. Zu dieser Überzeugung sind wir auch durch die Experimente aus dem Labor von Professor Reiberger gekommen, die innerhalb einer früheren Kollaboration generiert worden konnten. Hier konnte in einem Ratten-BDL-Modell, in dem die Gallengänge ligiert sind und dort dadurch sowohl die Fibrose sich entwickelt und auch Portal Hypertension sich entwickelt, mit Behandlung von SGC-Aktivatoren sowohl der portale Druck als auch der Fibrosegrad signifikant gesenkt werden. Sie sehen, wir haben auch früher schon in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet. Zusammenführend möchte ich sagen, dass dieses CED-Labor für uns eine großartige Gelegenheit darstellt, zu einem tieferen Verständnis der Biologie und die physiologischen Abläufe zu gelangen. Vielleicht auch neue therapeutische Konzepte zur Behandlung des portalen Drucks und der Fibrose zu entdecken. In jedem Fall werden wir aber die Wissenschaft vorantreiben und damit auch einen Nutzen für den Patienten generieren können. Und hiermit möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Dankeschön, Herr Dr. Streicher, für diese interessanten Ausführungen. Ich glaube, Sie haben auch eindrucksvoll gezeigt, dass Boehringer Ingelheim nicht umsonst zu den forschungsintensivsten pharmazeutischen Unternehmen in Österreich und auch weltweit zählt. Und hier, glaube ich, trifft sich akademische Innovationskraft mit Innovationskraft in der Industrie. Value through Innovation ist etwas, glaube ich, mit dem wir uns auch in der akademischen universitären Medizin sehr gut identifizieren können. Ich glaube, das war ein sehr guter, runder Überblick über die Aktivitäten dieses neuen Christian-Doppler-Labors und mir wurde auch signalisiert, dass es wahrscheinlich auch eine Zusammenfassung geben wird und wir vielleicht auch die Möglichkeit haben werden, diese Präsentationen online nachzuschauen. Es war hier doch einiges an interessanten Aspekten enthalten, die es wert sind, sich vielleicht noch einmal in der Kürze der Zeit dem noch einmal zu widmen. Ich möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken, auch jenen, die sich hier online zugeschaltet haben. Ich habe auch gehört vom Herrn Präsidenten Gerzerbeck, dass so kleine technische Glitches gehören zu einer Christian-Doppler-Laboreröffnung einfach dazu in Zeiten wie diesen. Aber ich glaube, die haben wir sehr gut gemeistert. Ich möchte mich auch bei dem technischen Team hier nochmals ganz herzlich bedanken. Ich wünsche diesem neuen Christian-Doppler-Labor für portale Hypertension und Fibrose bei Lebererkrankungen einen erfolgreichen Start. Der Start wurde ja schon mit 1. Februar hingelegt und einen langen Atem. Auch das war so ein bisschen ein Motto der letzten Zeit für hoffentlich die nächsten 7 Jahre. Das Ganze wird kompetitiv natürlich zwischenevaluiert, aber ich glaube, von dem Themenspektrum, das uns heute hier dargelegt wurde, haben wir hier einiges zu erwarten und es wird hier viele interessante Aspekte geben, auch die Möglichkeit, hier flexibel noch auf die eine oder andere Neuentwicklung zu reagieren. Auch das ist ja ein Feature der Christian-Doppler-Gesellschaft, die wir gehört haben. Ich glaube, das wären spannende 7 Jahre. Ich danke allen Stakeholdern, die das möglich gemacht haben und unterstützen, allen voran natürlich Professor Reiberger und seinem Team, der das aufgestellt hat, dem Rektorat der MedUni Wien, stellvertretend hier Frau Vizerektorin Fritz und auch der Akademie der Wissenschaften mit dem ZEM und Julie Superte Furg, aber vor allem der Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft und dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als eine der Hauptgeldgeber der öffentlichen Fördergeber der CDG und Boehringer Ingelheim als Unternehmensberater. Ich glaube, das Ganze ist Teamwork. Solche langfristigen Unternehmen oder Vorhaben sind nur als Teamwork
zu realisieren. Und ich glaube, wenn man sich wie wir als medizinische Universität diese Dinge zeitnahe an den Patienten bringen will, ist ja die Interaktion mit der Industrie extrem wichtig und die Möglichkeit, hier translational mit neuen Forschungsthemen hier auch im Rahmen des CT-Labors hier noch im Laufe der Zeit nachzubessern. Ich bin zuversichtlich, dass die Zukunft eine brillante Zukunft, the future will be bright, wie man so schön sagt, und das Vertrauen der Stakeholder, glaube ich, spricht dafür. Ich danke für dieses Vertrauen, das in diese Initiative gesetzt wurde und denke, dass hier Kräfte zusammenwirken und an einem Strang ziehen, die hier in neuen therapeutischen Zugängen zu Lebererkrankungen als gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit beitragen werden. In dem Sinn danke ich für die Aufmerksamkeit und ich glaube, für diejenigen, die hier physisch anwesend sind, die werden noch mit einem kleinen Umtrunk in der magischen Zahl nicht mehr als 10 im Hof des Rektorates belohnt werden. Recht herzlichen Dank für die Teilnahme und für die tollen Präsentationen. Dankeschön.